Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ich bin die Axt im Walde und wir spielen The Land of Pain in einer neuen Episode. Ja. Und ich habe mich auch mit ein paar Bekannten hier im Internet auf Steam zusammengesprochen, die meinten so, nein, nein, du bist hier richtig. Du bist hier beim Haus, bist du richtig. Du musst nur ein bisschen gründlicher absuchen. Und ich suche hier und suche und weiß nicht, wie gründlich ich hier absuchen muss. In der letzten Episode, meine Lieben, sind wir hier gewesen. Vorne, hinten dran. Ja, vorne, da drüben, hinten, hoch dran. Ja, wo wir auch eine Seite gefunden haben, die uns darauf hingewiesen hat, wozu der Brunnen dient. Aber auch, dass es hier irgendwo einen Schlüssel zu finden gibt. Diesen Schlüssel bin ich jetzt hier frohen. Irgendwo sind da immer Geräusche. Das macht mich dann doch, obwohl ich hier in dieser Gegend bereits gewesen bin, ein bisschen. Oh, das ist ja mal nice. Ordentlich nice. Ordentlich nice. Obwohl ich in dieser Gegend bereits ein bisschen kundig bin. Mann, ich suche hier ab, hier wie so ein Uber-Noob. Rauf, runter, an jeder Wand entlang laufen, aber vielleicht hilft das auch was. Man weiß es nicht. Ich habe die Seite gelesen, oder? Wieso kann ich hier... Mir ist ja auch der Hinweis übergeben worden, du musst die Seite lesen und dann... die gesuchten Elemente suchen. Mann. So, wir lesen erst nochmal hier die Seite. Und wissen nun, dass hier der Schlüssel in einem Mauerspalt versteckt ist. Ja, aber finden wir ihn auch? Das ist die Frage, ne? Finden wir ihn auch? Ich beginne hier gründlich zu suchen. Hier ist ja irgendwie nichts, ne? Hier, wo kann das? Das ist ja auch keine Mauer mehr. Das ist keine Mauer mehr. Oh, was ist das hier? Nee, oder komm mal hier. Zwischen den Steinen war ein kleiner eiserner Schlüssel versteckt. Oh, die Notiz hätte ich nie gefunden. Du nimmst mich hier jetzt auf den Arm. Ich denke mal, dass das... Ach so, nee, warte mal. Ordentlich wieder runterkommen hier. Nee, wobei, ich habe das gelesen und dann gespeichert. Oder vorher gespeichert, dann... Nee, weiß man nicht. Oho, jetzt kommt hier auch ein anderer Text, ne? Dass der Brunnen, der erwähnt wurde und vielleicht ist er irgendwo mit dem Keller verbunden. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wozu passt dieser Schlüssel? Oh, der passt hier ran, der passt hier rein. Nachdem... Ich wollte gerade hier sagen, nachdem hier drin Licht ist, ist eigentlich... Oh nee, was hat hier gerade irgendwo... Oh, das mal zu hier. Wobei, kessel ich mich gerade ein. Das bewegende Licht hat aufgehört. Oh, nee, ich dachte hier, wir sind eigentlich sicher hier drin. Die Toilette. Oh, man kann die Toilette benutzen. Man muss. Wozu? Hat sich diese Frage gerade erübrigt? Ich denke wohl ja. Das Komische dran ist, es gibt keinen Hinweistext und ich meine, dass die Toilette hier vorhin anders ausgesehen hat. Bei den Fliesen. Ja, das weiß ich doch. Ich kann das doch schon sehen.
Eine Seite, die wir lesen. Bitte die Pause selbstständig drücken. Ich sag mal ehrlich, hier ist erstmal ein Schreibtipp oder Grammatik oder Rechtschreibfehler drin gewesen. Hier oben dran, zweite Zeile am Ende. Wen wir herausfinden könnten, weshalb, wenn wir herausfinden könnten, weshalb. Gut ist das, dass ich hier den Alessandro ein bisschen besser mittlerweile kenne. Da kann ich ihm das auch ganz gut mitteilen und ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis. Man möchte ja auch, dass seine Lokalisation in Ordnung geht, ne? So, wir machen auch weiter im übrigen Takt. Eine Sammlung esoterischer Bücher. Es wird über alte Götter, verbotene Rituale und monströse Kreaturen berichtet. Ja, wir sind auch im H.P. Lovecraft-Szenario, wo sich wieder mal eine Tür bewegt. Wow, ey, komm. Ja, hier. Der große alte Cthulhu ist hier auf dem Weg. Möglicherweise ein Haus einzunehmen, das gar kein Haus ist. Oh, da steht hier so eine Büste. Großer Alter, wir verehren dich. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt nicht plötzlich übergelaufen zu den Gegnern. Ja, einen Schlüssel. Und damit das nicht auffällt, haben wir auch den Schlüsselkasten wieder geschlossen. Ich werde das hier näher begutachten. Was ist das hier hinten? Das ist eine Zeichnung, ein Bild von irgendeinem Vieh. Ohne Zweifel steht auf jeden Fall fest, dass hier einige den Cthulhu hier als Gott nicht nur angenommen, sondern auch verehrt haben. Ja, ist irgendwo irgendwas los. Ich weiß nicht, ob wir hier raufgehen sollten. Oder fuhr ab. Oh. Das möchte ich mir hier noch aufheben für gleich gerade eben. Fuhr ab noch hier durchgucken, was es alles für tolle Sachen gibt. Oh, die Lampe funktioniert nicht. Das ist ja mal eine Ausnahme für hier drin. Eine Leseseite. Wie bitte? Einer der großen Alten ist hier Menschen abstammt. Wir lesen erstmal das Journal, obwohl das hier knarzt. Oh ja, hier. Ich möchte nicht sagen, dass das hier abscheulich ist oder gegen irgendetwas. Aber das lässt hier auf jeden Fall Großes vermuten. Und dazu treten wir auch im nächsten Raum hier ein, machen das Licht aus, damit wir hier hören können, dass das hier knarrt wie ein Monster. Oder aber es ist tatsächlich ein Monster hier drin. Ein Mechanismus. Es fehlt das Zahnrad. Oh, oh, oh. Ja. Oh ja. Gut, Licht ist ohnehin mal anziehend und das Teil hier ist schon genial, ne? Und ich bin mir sicher, dass hier demnächst ein Jumpscare kommt. Wow, wow! Wow, was ist das für ein Vieh hier? Alter, Mann, was ist das hier? Das ist ein Stuhl gewesen. Wow, das sah hier aus von oben wie so ein Fleischteilvieh hier. Monster, blödes Kapuzenvieh. Ey, wow. Die bekommen mich auch immer wieder, ne? Das ist schon auch interessant hier. Was hier, ja gut, ist mir der Wurst. Was hier nervlich mit einem abgespielt wird.
Die einzige Frage ist jetzt, wohin geht es hier als nächstes? Ich habe hier einen alten, rostigen, eisernen Schlüssel oder vielleicht nicht einen rostigen Schlüssel, wohl aber einen eisernen Schlüssel. Und dieser eiserne Schlüssel bringt uns hoffentlich nicht um. Hier ist ja auch noch ein Weg hier hinten. So eine Tür, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Klar, das ist der Weg zum Haus. Mal überlegen hier. Probieren, überlegen, probieren. Viel in dem Spiel ist auch probieren. Ich denke mal, das meiste ist probieren. Oh ja. Mal ausprobieren, gucken. Oh ja. Ich habe hier die Taste F gedrückt, hier für Laterne aus, ne? Statt Eimer in die Hand nehmen, dachte mir so, oh ja. Ich habe einen Eimer genommen. Nee, ich habe einen Eimer nicht genommen, ich habe nur das Licht ausgemacht. Aber ich habe das schnell verstanden. Und hoffe, dass uns hier nichts entgegenkommt. Nee, ich denke mal nicht, das wäre hier. Wow. Wäre hier nicht so dem Spielprinzip entgegen. Ich meine dem Spielprinzip entgegen. So, was passiert jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, die ganze Zeit schon nicht. Jetzt. Oh, ich nehme an die Tür hier hinten. Es ist wohl. Oh ja. Zimmermannshammer könnte nützlich sein. Dann nimm ihn doch bitte. Ach so, ich habe ihn bereits. Oh, da habe ich den von links genommen, den von rechts. Ja, manchmal ist das schwierig hier in den Spielen wie diesen. Keine Kettensäge, kein Hammer, keine Werkzeugbox, die wir mitnehmen können. Warte mal, wofür dient... Wo... Oh. Wozu dient der Hammer nun eigentlich? Auweia, ich... ahne hier Böses. Ich denke mal, dass wir hier erstmal zurück müssen. Zurück zu... Der Ge... Ja. Ja. Oh, das spricht wieder zu mir. Nein, ich denke nicht, dass sich hier jemand meines Verstandes bemächtigt. Ich meine hier, das ist Cthulhu, der versucht zu uns zu sprechen. Eine größere Macht könnte das, ich denke mal, gerade in dieser Welt hier nicht sein. In dieser Welt, wo es eigentlich hier nicht viele Möglichkeiten gibt. Macht auszuüben. Ja, ich sag ja, hier muss irgendwas passen. Jawohl. Oh, wow, Alter. Ja, mach mal die Türe zu. Oh, nee, oder? Da liebt noch jemand im Sarg. Was bitte? Schmiermittel. Wozu brauche ich hier an dieser... Nie wirklich jetzt Leute hier. Natürlich könnte das eine Falle sein, aber wir sind hier mittendrin. Wow. So, wir haben hier erstmal eine Schaufel. Wo können... Vorsichtig raus, ne? Wo können wir die Schaufel benötigen? Schaufel. Wo ist das gewesen? Oh. Es gibt, denke ich, hier nur einen Platz. Nicht?
Wirklich? Gut, wir probieren alle aus, ne? Oh, hier geht das gar nicht. Ja, auch nicht. Okay. Und ich dachte mir hier, allen Ernstes, hier vorne läuft das, gerade hier bei dem einen da drüben, ne, wo hier... Das ist immer merkwürdig. Die Frage ist, wo lässt sich denn eigentlich dann graben? Das ist schon ein bisschen hier schwierig. Nee, das sind wir auch gewesen, ne? Oh Mann. Hier raus? No, dann heißt das mal Vorsicht. Oh, 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 danke für den Hinweis. Gerade hier meine ich, ne? Gerade hier hätte das wohl einen Sinn ergeben. Okay, in Ordnung. Oh, nie hier nicht. Ja, die wurden zweifellos ausgegraben. Ja, wo geht das dann hin? Hier nicht. Wenn mir das Spiel hier gerade mitteilt, unten runter ist nicht gut, oben rauf ergibt es durchaus Sinn, ja, dann bleibt das absolut offen, das hier dementsprechend auszuprobieren. Wir haben auch ein Schmiermittel im Gepäck hier. Ein Schmiermittel. Ich probiere hier definitiv alle Möglichkeiten aus. Die mir auch nur annähernd in den Sinn kommen. Oh, oh, okay. Das ist gut, das ist gut. Ich sag mal... Wow. Wow. Was ist hier drin? Oh nee, das ist ja alles hier blutig. Von oben bis unten. Was hier passiert? Oh Mann, ich verstecke mich hier drin. Irgendwo da drin. Verstecke ich mich jetzt? Oder auch nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, 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 ich flüchte nach oben, ich flüchte nach oben, ich will das nicht wissen. Oh, wir haben die Falltür von vorhin. Komm, 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 lauf. Das ist so ein bedrohlicher Tod. Komm, lauf! Oh, Autoschlüssel, das hier für den Kofferraum. Oh, was ist hier wieder los, ne? Ich denke mal, wir hätten hier vorhin bereits drauf gucken sollen. Oh, das ist so, ich weiß nicht, hier ist so konservativ irgendwie, ne? So engstirnig. So, aber ich weiß nicht, das macht eine...
gute Atmosphäre. Ich will hier nicht mehr raus. Aber ich muss hier. Warum bin ich nach oben gegangen? War hier vorne nicht Wasser drin? Oder spinne ich jetzt komplett? Auweia, auweia. Hier ist irgendwas drin oder irgendwas wartet draußen. Ja. Wow, was? Nee, das macht hier nur so ein Geräusch, das eine Teil hier. Und hier ist... Puh. Jetzt erst noch nichts drin. Ich trau mich nicht runter. Ich habe die Tür offen gelassen. Ist das ein Fehler gewesen? Mach sie zu. Ihr hört euch flott. Ihr macht das Teil zu. Ja, dass du da bist, das weiß ich. Oh, weia. Wer ist das denn hier? Oh, nee. Oh, weia. Wow. Wir haben hier oben einen Autoschlüssel hier gefunden. Okay, was haben wir jetzt? Ein Autoschlüssel, ein Schmiermittel hier. Und eine Schaufel. Schnell hier, mach mal. Was ist das denn hier? Oh, das Zahnrad. Mann, oh, schnell wieder rein. Hurtig, hurtig hier. Tür zu, rauf das Ganze. Mann, hier, Mann. Zahnrad. Oh, drehen. Ja. Oh. Oh, das ist ja besser hier als bei Harry Potter, ne? Oh, aber ich weiß auch nicht, ob hier uns hier die Reichtümer des Todes erwarten. Ventil? Oh Mann. Wo geht das hin? Was tut das? Was? Oh, ich bin nervös. Wir haben hier immer noch die Schaufel im Gepäck. Hier sind wir drin gewesen vorhin. Die Frage ist, können wir jetzt bereits hier runter? Oh nee. Noch nicht. Das bedeutet, dass wir hier ohne Zweifel zumindest bis zum Friedhof zurück müssen. Falls uns nicht hier bereits davor etwas anderes ablenkt oder abfängt.
Man muss es doch immer wieder mal probieren. Ich denke mal, nachdem wir hier nur noch die Schaufel besitzen. Ja, das Grab eines Auserwählten könnte das sein. Es ist die richtige Reihenfolge, die wir zu befolgen haben. Oh, Auserwählte. Wer bist du? Warum besitzt du ein Medaillon? Oh, oh, oh. Cthulhu, ich komm dich holen. Vielleicht ist das auch nur ein Deckersprecherklopfen, aber ich lass hier nicht locker. Du kannst mich hier in... Wie heißt er nochmal hier? Peter, ne? Einen schwarzen, dicken Peter mit den Leuchteaugen. Schwarz-Peter hier, ne? Den kannst du mir hier auf den Leib schicken. Wir bekommen das gebacken. Ich setze jetzt erstmal hier das Medaillon ein. Oh nee. So, nach einem Spieleabsturz, wo ich mir dachte, wir setzen das Medaillon ein, ja, kam hier erstmal der Spieleabsturz dazwischen. Wir haben hier auf jeden Fall das Medaillon aus dem Grab geholt. Die Musik ist definitiv ohne Zweifel bedrohlich und... gut, hier können wir das nicht einsetzen. Hier? Oh, ich habe eine Seite übersehen. In Ordnung. Wir haben hier auf jeden Fall eine Druckanweisung für hier die Ventile, wo wir vorhin auch schon gewesen sind. Das heißt, was war denn das nochmal? Mittel, hoch, mittel? Oder mittel, klein, mittel? Oh ja, mittel, klein, mittel. Mittel, minimal und Lichtschalter. War das hier unten, ne? Und es gibt auch eine Ersatzleitung, das ist Leitung 4. Ach so, nee. Ja. Wo war denn das nochmal hier? Hier hinten dran? Dort? Au ja, ne? Au ja. Hier, wir haben hier 4 Leitungen. Das muss die kleinste sein von allen. Auf Mittel. Minimal. Mittel. Oh. Dann müssen wir, denke ich mal, die aufdrehen hier. Oder? Ist das Mittel? Nee. Oh. Das Interessante ist, ich scheine das nicht gerade kapiert zu haben, wie das läuft, ja? Aber hier, diese Einstellung scheint wohl korrekt zu sein, nachdem Ventil 3 komplett ausgefallen ist. Oh, welch Überraschung. Wir haben hier einen Cthulhu mit Stein, was weiß ich, bekommen. Es steht hier seltsame Kupplung und ich bin mir sicher, wofür das ist. You know. Oho. So, ich denke, das ist hier das erste Mal, dass wir hier einen Gang der sogenannten Auserwählten beschreiten. Die Türe hinter uns schließt sich.
Wow. Der erste Gedanke, der mir hier kommt, ist das, was hier bisher im Spiel die Maschine genannt wurde. Und das ist hier so ein unheimlich großer, gar nicht menschlicher Schädel. Ich weiß nicht, wofür die Anzeige hier ist. Ja. Aber vorhin haben wir hier noch eine Seite zu lesen. Und direkt darauf gibt es auch einen Journaleintrag. Oh ja. Oh ja. Das heißt, wir müssen hier erstmal zurück und genießen in Ruhe diese Ladesequenz. Ich bin hier schon ein bisschen aufgeregt gewesen, weil auf der einen Seite haben wir das Portal, auf der anderen Seite nicht. Ich weiß nicht, es hat sich so nah dran gefühlt. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, oh, oh. Ja, plötzlich. Plötzlich ist das Lampenöl aufgebraucht. Was denn los? Wo muss ich hin? Hier raus. Gut, 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 gut. Schnell, schnell, schnell. Ein bisschen ducken. Das geht noch. Das geht noch. Mann, hier. Ich weiß ja, dass hier irgendwas auf mich zukommt, das nicht in Ordnung ist. Speziell, wenn hier gespeichert wird. Ja. Nee, Wasser war nicht gut, ne? Und Wasser haben wir vorhin dreimal Riesen-Cthulhu bekommen. Schnell. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann, und nicht nur das, bevor hier Riesen-Cthulhu mal 3 gekommen ist, gab's hier im Wasser so hässliche Mistviecher. Oh ja, das war ja auch Mistvieh Nummer 2, das wir hier von den Bildern hier kennen, ne? Auf ein Bild Mistvieh, hässliches Vieh Nummer 2. Oh Mann, das Lampenöl ist aufgebraucht, ne? Eine bessere Ausrede ist hier dem Hauptcharakter nicht eingefallen. Nein! Nein! Ogo, oh gut, okay, oh Gott. Hier Ogo in 3, mit Ogo möchte ich hier 3 verschiedene Dinge ausdrücken. Okay, oh gut, oh Gott.
Kapuzenpeter ist hier nach wie vor präsent. Wow! Mann! Hat er auf mich gewartet hier? Geht das hier noch wo weiter? Nee, der sieht tot aus. Und für uns sieht das nach einer Sackgasse aus. Oh, gut, dass uns der Peter hier nicht weiter verfolgt hat. So, vorsichtig zurück. Und bei der nächsten Weggabelung direkt voran. In der Hoffnung, hier dem Peter auszuweichen. Oh, nee, da vorne ist er. Da vorne ist der gewesen. Ich habe ihn gesehen. Und er mich leider. Von wo kam ich denn eigentlich? Hier? Nee, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, hier. Von hier bin ich gekommen. In Ordnung. Ich guck hier auch mal rechts drüben hin. Oh, hier sind wir links abgebogen. Ganz sicher hier. Gucken, wo das hier hinführt. Ach so, ich habe hier kein Öl mehr. Oh Mann. Oh. Können wir das hier schon? Sollen wir das wagen? Ja, wir sind risikofreudig, ne? Oh ja, das sind wir. Oh, das sind wir. Wow. Oh. Ich habe ja auch kein Licht. Vorsichtig, leise. Wo? Was? Wie? Oh. Ja, ho, ho. Oh, nice. Vielen Dank. Vielen absoluten Dank hierfür. Oh, ja. Ausgezeichnet hier. Ausgezeichnet. Oh, ja. Ein Loading. Wo kommen wir jetzt hin? Ich bin mal wirklich gespannt, dass es hier... Ich weiß, ich fühle mich hin und her gerissen hier. Irgendwie haben wir auf der einen Seite ein Loading nach dem nächsten. Auf der anderen Seite... Fühlt sich das dann auch so an, als ob wir hier irgendwo ein bisschen dem Ende nahe wären. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie weit wir hier jetzt eigentlich sind. Und schon gar nicht, wo wir uns hier befinden könnten.
Was? Ach so, das war so ein Eisen. Oh. 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 Komm mal hier, meine Lieblingskugel, rückkehr nach Hause. Es ist nicht dein Ernst, ne? Komm, komm, du kannst hier brüllen im Hintergrund. Ich bin jetzt hier weg nach Hause. Oh nee. Oh nee, oder? Nee, sag mal nicht, die haben mich hier gefunden. Oh nee. Nee. Eine Eule ist mir Wurst, aber sag mal nicht, die sind jetzt hier, die bösen Mistviecher. Die schwarzen, hier Klabautergeister-Pizzis. Ach so. Oh. Ohne zu wissen, wo wir sind, kann ich euch sagen, willkommen in der Welt von Cthulhu. Na wunderbar. Oh Mann, oh Mann. Wenn hier das Zeug wie da oben zu schweben beginnt, ist das die Welt von Cthulhu. Wow. Wow. Das war the Land of Pain. Und genauso wie in der Demo finde ich mich im Hauptmenü wieder und ich muss eines ganz ehrlich sagen hier. Wow. Wow. Gerade hier am Ende, wenn man meint, man ist angekommen, um sich darin wiederzufinden, dass man doch meinen möchte, nee, das Spiel geht noch weiter, findet man sich an einem Punkt wieder, wo man sagt so, gut, dass ich vorhin irgendwann mal hier, früher oder später, über nicht nur H.P. Lovecraft, sondern auch über verschiedene Literatur hinsichtlich Cthulhu gestoßen bin und auch ein bisschen Ahnung habe, wie diese Welt funktioniert, so dass man definitiv sagen kann, nee, wenn das Ende gekommen ist, ist das Ende noch lang nicht gekommen. Von mir gibt das Ding, bekommt das Ding hier 9 von 10 wirklich Daumen nach oben. Das ist Atmosphäre gewesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Story verstanden habe, aber für die 9,95 €? Für den Alessandro, der das Spiel so verlässlich und gewissenhaft hier entwickelt, nach wie vor mit Bugfixing,
beschäftigt ist und sich um die Spieler kümmert, Hut ab. Ich bin die Axt im Walde. Das war das Walkthrough und das für euch miterleben dürfen von The Land of Pain. Wir sehen uns wieder. Ich sag danke fürs Zugucken. Allerfeinsten Dank. Alles Gute. Tschüss.